Ja, guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für die Einführung, Mela Davila. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen, an Raphael Groß. Und vielen Dank für die Vorbereitung an Nike Thurn und Vera von Lehnsten, die wirklich hier unglaublich professionell das Ganze begleitet haben. Ich freue mich sehr, hier zu sein und muss zuallererst meinen Titel korrigieren, den Sie jetzt hoffentlich auf den... Ist das meine PowerPoint dort? Genau. Ich hatte geschrieben, wie die Documenta den Deutschen half, die Wunden für ihre eigenen auszugeben. Es muss natürlich heißen, den Westdeutschen half, denn die Documenta war eine westdeutsche und gegen die offizielle Kunst des Ostens gerichtete Veranstaltung. Natürlich haben sich auch Ostdeutsche zu Opfern des Faschismus stilisiert. Aber das geschah auf andere Weise und mit anderen Argumenten. Im Übrigen haben nicht wenige Mitglieder der politischen und kulturellen Führung der DDR tatsächlich unter den Nazis gelitten, im Gefängnis, Lager, Untergrund oder Exil. Zweitens. Es geht im Folgenden um die Documenta als Teil der westdeutschen Vergangenheitsbewältigung, die eben keine Aufarbeitung war, und damit vor allem um die erste Documenta 1955, von der sich allerdings Linien bis in die Gegenwart ziehen lassen. Jetzt muss ich mal gucken. Wegen ungünstiger Witterung fand die Vergangenheitsbewältigung in der Kunst statt. Der Bruch, den der Nationalsozialismus für die westliche Geschichte und Geschichtsauffassung bedeutet, ist in der Kultur auf besondere Weise spürbar. Einige der wichtigsten Nachkriegsdebatten über diesen Bruch beziehen sich auf Kulturgüter und kulturelle Fragen. Man denke an den Streit zwischen Karl Jaspers und Ernst Robert Curtius über Goethe und den fortwesenden Goethe-Kult. Und natürlich an die Debatte um Adornos Satz: Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, ebenfalls von 1949 und knapp 20 Jahre später von Adorno erweitert und gewendet: Alle Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik daran ist Müll. Ist der Bruch in der Kultur besonders spürbar, so muss er in der Kultur gekittet, überbrückt, überdeckt werden. Und das, so glaube ich, ist eine wichtige Funktion der ersten Documenta in Kassel, gehört zu ihrem geschichtspolitischen Auftrag. Von Tucholsky stammt der schöne Satz: Wegen ungünstiger Witterung fand die deutsche Revolution in der Musik statt. Die westdeutsche Vergangenheitsbewältigung der Nachkriegsjahre fand in der Kunst statt, in der Kultur, in der Symbolpolitik. Dort konnte gekittet, geglättet, repariert werden. Auf anderen politischen Feldern drohten Verluste, konnte man nicht auf Reparaturen hoffen, sondern musste mit Reparationsforderungen rechnen. Kontinuität, Verkleinerung des Bruchs. Den Bruch zu überdecken, das heißt, Kontinuität zu behaupten. Werner Haftmanns Einleitung zum Katalog der ersten Documenta besteht vor allem in dieser Behauptung. Ziel der Ausstellung sei es, schreibt er, wieder den internationalen Kontakt in breiter Form aufzunehmen und in ein lange unterbrochenes Gespräch sozusagen im eigenen Hause wieder einzutreten. Zitat Ende. Der Bruch ist angesprochen, aber um ihn zu überdecken, muss er verkleinert, verharmlost werden. Deutschland sei, Zitat, in einem seltsam anmutenden Anfall von Bilderstürmerei aus der vereinten Anstrengung des modernen europäischen Geistes herausgetreten. Zitat Ende. Der Nationalsozialismus hat, wegen ungünstiger Witterung möchte man hinzufügen, in der Kunst stattgefunden, als Bilderstürmerei. Allerdings nur anfallsweise, und deshalb hat er der Kunst auch nicht viel anhaben können. Der verfemte Künstler ging in den Untergrund, so Haftmann. Auch das eine Verharmlosung, denn in den Untergrund hatten die Nazis ja nun andere gezwungen: versteckte Juden, geflohene Zwangsarbeiter, kommunistische Widerstandszellen. Haftmanns Künstler lebte dann auch in einem recht idyllischen Untergrund. Er malte, wie es an einer berüchtigten Stelle heißt, in Waschküchen, modellierte in verfallenen Fabrikhallen und nährte sich wie die Lilien auf dem Felde. Zitat Ende.
Er stand also, um im biblischen Bild zu bleiben, unter Gottes schützender Obhut. Und mit ihm offenbar die ganze künstlerische Moderne, das sind alles Zitate, deren innere Substanz, unveräußerliche Folgerichtigkeit, Kontinuität des Denkens, unerbittliches Vorziehen, großartig aufleuchtende Perspektiven, die Nazis allem Unrecht und allen Härten zum Trotz gar nicht berühren konnten. Bemerkenswert ist, wie objektivistisch und universalistisch diese Kontinuität der künstlerischen Entwicklung gedacht ist. Haftmann streckt sie zeitlich und räumlich so weit wie möglich aus. Sie umfasst, Zitat, alles bisher Geleistete, alle Epochen, alle, Zitat, europäischen Völker. Wir haben es gewissermaßen mit einer europäischen Überkultur zu tun, eine etwas gruselige Vorstellung. Für das deutsche Publikum von 1955 sicherlich ein Angebot, aber doch ein etwas zu grell plakatiertes. Kunst, Abendland und Moderne werden hier schon verdächtig laut aufgerufen, vielleicht um zu übertönen, dass nicht mehr viel los ist damit. Der schöne Fortschritt, der zuvor tatsächlich großartig aufleuchtende Perspektiven eröffnet hatte, hat die Nazis ja nicht nur nicht aufhalten können, sie haben sich seiner sogar bedient. Einfrieren der Geschichte. Die zeitliche und räumliche Ausdehnung der Kontinuität bis zum denkbaren Maximum hat den Kunstbegriff der ersten Documenta geprägt, besonders augenfällig gleich zu Beginn. Die ersten Fotowände in der Eingangshalle zeigten eben nicht vorwiegend moderne oder von den Nazis verfemte Kunst, sondern Artefakte früherer Epochen und Kulturen, die bereits durch die Präsentation ihre spezifischen, historisch bestimmten Qualitäten einbüßten. Einerseits durch die Gleichmacherei der Fotografie, wie Walter Graskamp schreibt, die alles Gezeigte kommensurabel macht, andererseits durch die bloß additive, nicht über Einzelwerke vermittelte Verbindung zur ausgestellten Moderne. Wir sehen hier den merkwürdigen Effekt, dass gerade die Beschwörung der universalen Geschichte die Geschichte durchstreicht, zum Verschwinden bringt, ihre konkreten Vermittlungen und eben auch Brüche. Die Kunst der ersten Documenta sollte zeitlos sein, ewig, eingebettet in einen epochenübergreifenden Sinnzusammenhang. Sie sollte also gerade das bestätigen, woran die Moderne zweifelte. Kunst, die ihrem Inhalt oder ihrer Entstehung nach einen bestimmten historischen Moment fixiert, auf Soziales oder Politisches verweist, passte deshalb nicht ins Konzept und deshalb haben die Kuratoren bekanntlich nur einen Ausschnitt der künstlerischen Moderne rekonstruiert, nichts von George Gross gezeigt, nichts von Otto Freundlich und von Otto Dix zwei eher harmlose Bilder. Die Documenta hat eben nicht die Moderne rekonstruiert, das wäre auch kaum möglich gewesen. Sie hat ihre vermeintliche Kontinuität konstruiert und Kunst, die sich in diese Konstruktion nicht einbauen ließ, hatte in der Ausstellung keinen Platz. Das galt für alle Kunst, die an eine Kritik der bürgerlichen Ordnung, an soziale Hoffnungen oder Versprechungen erinnern konnte, die von den Nazis zum Schweigen gebracht worden waren. Die also daran erinnern konnte, dass der Bruch tatsächlich stattgefunden hatte. Die geschminkte Leiche. Diese Reduktion und Glättung der Moderne, die Behauptung ihrer Bruchlosigkeit, ist wohl selbst auf den Bruch zurückzuführen. Der Nationalsozialismus wird den Kuratoren noch in den Knochen gesteckt haben, samt der Anpassungsleistungen, die er ihnen abverlangte und die sie erbracht haben. Darauf gehe ich noch ein. Rechnen mussten sie mit einem Publikum, mit Kunstkritikern und Kunstwissenschaftlern vom Schlage eines Hans Sedlmayr, deren Maßstäbe denen der Nazis, die sie ihrerseits ja nicht erfunden hatten, sehr nah waren. Das politisch Explosive, in Nazi-Terminologie Zersetzende, der Moderne, das die Nazis der Kunst doch nicht ganz ohne Grund angesehen hatten, wurde vielleicht auch deshalb von der Documenta ausgeschlossen.
In dieser Hinsicht war die Kasseler Ausstellung der Münchner entarteten Kunst nicht allzu scharf entgegengesetzt. Adorno hatte wohl recht, als er 1950 in seinem Aufsatz »Auferstehung der Kultur in Deutschland« der modernen Kunst, insbesondere dem Expressionismus, für die Gegenwart jegliche Sprengkraft absprach. Diese Sprengkraft war an die Möglichkeit der sozialen Revolution, Adorno drückt das etwas vornehmer aus, an die Verwirklichung der Utopie, gebunden gewesen. Die auferstandene, nach der Zertrümmerung dieser Hoffnung gewissermaßen wiederbelebte Kultur, sieht in Adornos Schilderung wie eine geschminkte Leiche aus, ein harmloser, klappriger Zombie. Aber Haftmann, Bode und die anderen Kuratoren hielten es offenbar für nötig, die Schminke fingerdick aufzutragen, damit der Zombie ja keinen Schrecken verbreite. Kontinuität als biografischer Lückenfühler. Nicht ganz unwichtig. Es lassen sich, mal abgesehen vom kunstpolitischen Nationbuilding der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, abgesehen auch von symbolpolitischen Manövern im Kalten Krieg, die in der kunsthistorischen Literatur gut beschrieben sind und auf die ich hier nur allgemein hinweise, es lassen sich also neben all dem auch ganz handfeste, nämlich persönliche Gründe finden, Brüche zu überdecken und Kontinuität zu behaupten. Der Künstler und Schriftsteller Hans Platschek hat darauf schon in den 70er Jahren hingewiesen und etwa die Eröffnungsrede zur Documenta 3, in der Haftmann den, Zitat, freien schöpferischen Geist und eine Freiheit außerhalb nationaler, politischer, gesellschaftlicher Bindungen, Zitat Ende, beschwört, einen Zeitschriftenartikel von 1934 gegenübergestellt. Hier dient der junge Haftmann der NS-Führung den Expressionismus an, mit ebenfalls zeitgemäßem, aber diesmal doch ganz anderem Vokabular. Die Kunst sei von, Zitat, deutscher Art, sie folge einer schicksalhaften Sendung, die ihrem Geist vom Blut und vom Raum eingelagert sei. Es ist nach dem Stand bisheriger Forschungen, die über Jahrzehnte bezeichnenderweise recht dürftig ausfielen, kaum zu entscheiden, welche Motive hier überwiegen. Opportunismus spielt wohl eine Rolle, vielleicht auch der Impuls, die Moderne zu verteidigen, vielleicht auch die völkische Überzeugung, der neue Staat könne und müsse sich mit neuer Kunst verbinden. Ähnliche völkische Klimmzüge lassen sich bei anderen Mitgliedern des Documenta-Arbeitsausschusses ohne großen Aufwand finden. Alfred Henssen, der spätere Direktor der Hamburger Kunsthalle, präsentiert anlässlich der Olympischen Spiele 1936 im Berliner Kronprinzenpalais Hitler und andere große Deutsche in Bildnissen ihrer Zeit und tritt 1940 in die NSDAP ein. Kurt Martin, von 1934 bis 1956 Direktor der Kunsthalle Karlsruhe, wird unmittelbar nach dem Sieg über Frankreich Bevollmächtigter für das Museumswesen im Elsass und beteiligt sich an Arisierungen. Herbert von Butler, Sekretär der Documenta, arbeitet während der NS-Zeit als Archäologe und erleidet 1960 als Generalsekretär der Akademie der Künste offenbar einen völkischen Rückfall, als er der jüdischen Dichterin Mascha Kalecko, die wegen der SS-Mitgliedschaft eines Jurymitglieds den Fontane-Preis nicht haben will, zu verstehen gibt, Zitat, wenn es den Emigranten nicht gefällt, wie wir die Dinge hier handhaben, sollen sie doch fortbleiben. Ich bin kein Jude und habe mindestens so viel durchgemacht wie die Juden. Zitat Ende. Nicht viel und nichts Nachteiliges ist vom Ausschussmitglied Hans Mettel zu erfahren, einem Bildhauer, dessen Werke als entartet galten, zwei werden aus der Nationalgalerie beschlagnahmt. Bleibt noch Documenta-Gründer Arnold Bode, seit 1929 Mitglied der SPD. Er wird 1933 als Dozent des Berliner Werklehrerseminars entlassen. In seinen autobiografischen Notizen bezeichnet er sich zweimal als Widerstandskämpfer, berichtet auch von einer Reise nach Paris im Jahr 1937, Zitat, Guernica auf der Weltausstellung, ein Signal für alle Widerstandskämpfer. Genaueres ist nicht bekannt, jedenfalls mir nicht, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das heute ja noch.
Von den kunsthistorischen Koryphäen, von Haftmann, Henson und Martin, lässt sich also sagen, dass sie am Bruch, am Scheitern der Moderne, wie immer sie es subjektiv aufgefasst und verarbeitet haben, objektiv beteiligt waren und dass sie gute persönliche Gründe hatten, das zu verkleinern und zu verharmlosen. Wie sie das im Einzelnen bewerkstelligt haben, lässt sich aus ihren Publikationen nach 1945 herauslesen. Mir geht es hier um einen bestimmten Aspekt, um eine Frage, die vor ein paar Jahren Christian Fuhrmeister gestellt hat, auf der Tagung im Museum Ludwig, so fing man einfach an, ohne viele Worte, in der es um die öffentlichen Kunstsammlungen in der Nachkriegszeit ging. Für wen, fragt Fuhrmeister, für wen hatte die Beschäftigung mit der Moderne eine entlastende Funktion? Für wen wurde sie zu einem temporären Versteck, in dem man abwarten konnte? Und wer konnte nun tatsächlich ein bislang zurückgestelltes oder unterdrücktes, jedenfalls seit den 20er Jahren ungebrochenes Engagement realisieren? Welchen Täter erlaubte der Einsatz für die unschuldige Moderne, rückwirkend selbst auch den Status eines Opfers zu erlangen? Zitat Ende. Eine einfache Frage, die zumindest von Seiten der Wissenschaft erstaunlich spät gestellt und nicht einmal im Ansatz beantwortet worden ist. Ich fürchte, das werden wir heute auch nicht schaffen. Aber wie dieser Wechsel von der Täter- zur Opferseite vonstatten ging, das ist auch ohne aufwendige Forschung erkennbar. Die erste Documenta ist da ganz lehrreich. An ihr lässt sich zeigen, wie die Moderne eingespannt ihre vermeintliche Unschuld instrumentalisiert wurde. Sich auf die Seite der Moderne zu schlagen, das heißt nämlich nicht nur Kontinuität zu behaupten, den Bruch zu verkleinern. Es hieß auch, das, was sich nicht verkleinern, verbergen ließ, gewissermaßen zu externalisieren. Das Engagement für die Moderne signalisierte, dass man mit ihren Feinden nichts zu tun gehabt hatte. Und wenn das so war, konnte man auch etwas von dem zeigen, was sie angerichtet hatten. Es war sogar ganz hilfreich. Diskontinuität, Stilisierung des Bruchs. Der Bruch, die Diskontinuität ist also nicht weg, er kann gezeigt, sogar ausgestellt werden. Aber nur auf bestimmte Weise. Nämlich so, dass dahinter zwei Aspekte verborgen bleiben. Erstens, die Dimension des Geschehenen, seine historische und moralische Relevanz. Und zweitens, die Frage nach Täterschaft und Verantwortung. Neben der Strategie der Kontinuität, die wir bisher betrachtet haben, lässt sich also eine zweite Strategie ausmachen, eine Indienstnahme der Diskontinuität des Bruchs, der Trümmer, der Wunden, die es ja tatsächlich gab und die man vorzeigen konnte. Trümmer und Wunden sind beeindruckend, sie legen dem Betrachter pietätvolles Schweigen auf, ein Schweigen, das ein Gespräch darüber ausschließt, wie diese Wunden entstanden sind, wer verantwortlich ist. Vor allem verbergen die vorzeigbaren Trümmer und Wunden die unvorstellbaren, die man anderen zugefügt hat, von denen es keine Bilder gibt und auch nicht geben kann. Man hat die Ruinenästhetik der ersten Documenta und übrigens nicht nur der ersten, als bloße Stilisierung verstanden, als eine Art demonstrative Bescheidenheit, ein Kunstgriff auch, mit dem aus der Not eine Tugend gemacht wurde. Nun, da ist etwas dran, allerdings mehr als gemeint ist. Die Kultur ist in Trümmern, heißt es bei Adorno, aber die Trümmer sind weggeräumt. Wo sie noch stehen, sehen sie aus, als wären sie ehrwürdige Ruinen. Zitat Ende. Auf den Ausstellungsinstallationsansichten ist beides zu sehen. Alles sieht ungeheuer aufgeräumt aus, frisch gefegt, als seien die Trümmer eben erst weggeräumt worden. Die zertrümmerte Innenausstattung ist aber nicht rekonstruiert worden, sondern gerade ihr Fehlen wird im Rohbau des provisorisch wiederhergestellten Friderizianums zur Ruineneleganz stilisiert. Die Verlorenheit der großen, durch den Wegfall von Wänden gewissermaßen freigebombten Säle, das unverputzte Mauerwerk, die Betondecken, Stützen und Gerüste, all das ist von Bode begeistert aufgegriffen und ausgestaltet worden, wie wir vom Documenta-Historiker Harald Kimpel wissen,
der einschlägige Zitate zusammengetragen hat. Bode schwärmt vom Provisorischen als einem Stimulans und will Haftmann aus dem offenbar grässlich unzerbombten Venedig nach Kassel locken, indem er ihm eine kolossale Kriegsruine in Aussicht stellt. Haftmann sowie Henson und Martin sollen sich übrigens bei einer ersten Ruinenbesichtigung dann eher enttäuscht gezeigt haben. In Dienstnahme des Bruchs. Vor diesem Hintergrund, vor diesen Wänden, haben die Werke der klassischen Moderne ihre Wirkung entfaltet. Und ich glaube, dass sie dies zwar vielleicht auch, aber eben nicht nur auf die bekannte, etwa von Roger Bürgel beschriebene Weise getan haben, im Sinne einer medial vermittelten Demokratisierung, einer Herstellung von Öffentlichkeit durch moderne Kunst, deren Offenheit und Unverständlichkeit das Publikum zur Verständigung, zum Gespräch zwingt. Ganz so offen will es mir bei Betrachten der alten Fotos scheinen, ganz so unverständlich waren diese Werke nämlich nicht. Die Installation klebte ihnen Sinn an, und sei es der Sinn einer milde dosierten Sinnlosigkeit, einer transzendentalen Obdachlosigkeit, die sich auskosten ließ, aber nicht auf ihre Ursachen befragt werden sollte. Der Auftakt der Ausstellung, Lehmbrucks Kniende, die bereits lange vor den Nazis angefeindet worden war, hat diese in den Dienst der Kontinuität gestellte Diskontinuität geradezu verkörpert. Die Inszenierung unterstrich ihr sanftes Pathos, lud sie mit Bedeutung auf, einer charakteristischen Mischung von Verletzlichkeit und Behauptungswillen, die als Zeitsignatur ins ganz Allgemeine gewendet war. Vielleicht ließe sich das Knien der Figur auch als Demutsgeste deuten oder sogar als Schuldeingeständnis. Heutigen Betrachtern könnte Willy Brandts Kniefall in den Sinn kommen. Allerdings befand sich die verfemte Skulptur doch eher auf Seiten der Opfer als der Täter. Eben deshalb hat sie 1955 dazu einladen können, Täter- und Opferperspektive zu vertauschen oder ins Allgemeine diffuse aufzulösen. Auf den Fotos sieht es übrigens fast so aus, als ob Lehmbrucks Skulptur tatsächlich kein Obdach hat. Zu erkennen sind nur dünne Streben, vielleicht handelt es sich um eine provisorische Lösung oder mal wieder um eine Inszenierung des Provisorischen. Selbst wenn sich über der Skulptur ein solides Dach befand, ist es bemerkenswert, dass es auf den Fotos kaum zu sehen ist. Einige Gemälde waren auf filigranen Stützen installiert. Auch hier wird ein Eindruck von Unsicherheit, Fragilität, schwankendem Grund beabsichtigt gewesen sein, gemäß einer in diesen Räumen nun wirklich höchst eleganten Ruinenästhetik, die sich die Werke einverleibt, statt bloß ihren Hintergrund abzugeben. Aber vielleicht haben wir es hier wieder mit der Behauptung von Kontinuität zu tun. Oder genauer mit dem Kipppunkt, an dem sich der Zweck der Inszenierung erfüllt. Der gezielt herbeigeführte Umschlag von Diskontinuität in Kontinuität. Denn das Kapitel der Diskontinuität, das die Documenta tatsächlich aufgeschlagen hat, sollte eben nur ein Kapitel sein. Etappe einer Geschichte, die natürlich ihre Wendepunkte, ihre Plotpoints hat, aber deshalb umso glücklicher ans Ziel kommt. Diese Gemälde auf ihren schlanken Stängeln, sehen sie nicht wie Blumen aus? Wird hier nicht die Geschichte eines Aufblühens, einer Heilung erzählt, die Geschichte der zurückliegenden 10 Jahre 1945 bis 1955? Das Leben geht weiter. Es sprießt auf den Trümmern und wird sie bedecken. Die Hauptausstellung fand bekanntlich nebenan statt, die Kasseler Bundesgartenschau, die das Thema fast ebenso eindrücklich ausführte, wenn auch vielleicht etwas gröber, um nicht zu sagen unverblümter. Worin besteht also die Inszenierung des Bruchs? Schlicht darin, dass man die Trümmer von Kassel ästhetisiert und wie eine Kulisse vor die Trümmer von Guernica, Warschau und Leningrad geschoben hat. Man hat die eigenen Wunden zu Wunden des Menschen überhaupt abstrahiert und die Wunden der Opfer des Nationalsozialismus,
die ja nun in der Tat die Allgemeinheit den Menschen überhaupt angehen, damit verborgen. Gezeigt wurde das Vorzeigbare und damit verborgen die Unvorzeigbarkeit dessen, was wirklich geschehen war. Man hat die Moderne in den Ruinen aufblühen lassen und damit die große, schlicht und einfach unreparierbar kaputte Ruine verborgen, die die Moderne 1955 war und geblieben ist. Gebrochene Inszenierung. Walter Grasskamp hat kürzlich der ersten Documenta einen Film gegenübergestellt, Muriel von Alain Resnais, gedreht um die Jahreswende 1962-63 in Boulogne-sur-Mer, einer ebenfalls vom Krieg zerstörten und wieder aufgebauten Stadt. Der Film handelt von der Unmöglichkeit, zur Vorkriegszeit zurückzukehren, und schon deshalb stellt er, wie Grasskamp sagt, die Nachkriegssituation aufrichtiger dar als die Ausstellung in Kassel. Das Erstaunliche ist, dass Resnais 1963 bereits zeigt, was in Kassel schiefgelaufen ist. Der Film zeigt nicht nur die Brüche, er zeigt, man kann fast sagen im wörtlichen Sinne, den Fugenkitt, die zwischen den Brüchen hervorquellende Spachtelmasse, mit der diese Nachkriegsmoderne zusammengeklebt worden ist. Die Gegenwart, jeder Gegenstand ist hier so falsch wie die Einrichtungsgegenstände in der Wohnung der Protagonistin, der elektrisch befeuerte Kamin, die alten Möbel, an denen Preisschilder baumeln. Und diese zusammengestückelte Moderne reißt Resnais brutal auseinander, mit einer geradezu verzweifelten Dialektik der Schnitte, die keinen Stein auf dem anderen lässt. Montage ist hier Demontage falscher Wirklichkeit. Ich weiß nicht, wie viel Sie erkennen dort. Das sind 8 Stills aus dem Film, die Resnais in Sekundenschnelle hintereinander schneidet. Tag-Nacht-Aufnahmen vom zerstörten und wieder aufgebauten Boulogne-sur-Mer. Der Film ist auf YouTube, man kann sich den dort angucken. Es gab wohl keine Ausstellung, die Ähnliches geleistet hätte. Der Erwähnung wert ist allerdings eine, die zu Documenta in enger Beziehung steht. Die Mailänder Picasso-Ausstellung von 1953. Bode hat sie gesehen und später gesagt, dass sie ihn bei der Gestaltung der Documenta beeinflusst habe. Die Parallelen sind verblüffend. Auch die Mailänder-Ausstellung fand in einer Kriegsruine statt, dem ausgebombten Palazzo Reale, und wie in Kassel wurden Gemälde auf Gestellen installiert, im großen Abstand zur Wand. Natürlich haben wir es hier auch mit einer Inszenierung, einer Ästhetisierung zu tun. Die Unangemessenheit ist prinzipiell. Man kann ihr nicht ausweichen, sondern muss einen Umgang mit ihr finden. Und in dieser Hinsicht ist der Unterschied zwischen Mailand und Kassel einer ums Ganze. Auch in Mailand wurde Diskontinuität inszeniert, aber im Unterschied zu Kassel wurde sie nicht verkleinert, erst recht nicht in den Dienst der Kontinuität gestellt. Die Kuratoren wollten die Wahrnehmung des Bruchs nicht verkleinern, sondern vergrößern, so hilflos dieser Versuch angesichts der tatsächlichen Dimension auch sein mochte. Die Mailänder Ruine war tatsächlich ruinös, Schutt, der nicht zum Fundament taugt. Die Organisatoren der Ausstellung hatten in der Resistenza gekämpft, unter den Faschisten Italien verlassen oder im Gefängnis gesessen. Eugenio Reale war, wie Picasso, Mitglied der Kommunistischen Partei. Es heißt, sie konnten Picasso, der lieber seine Ruhe gehabt hätte, zu der Ausstellung bewegen, weil sie im ausgebrannten Palazzo Reale stattfinden sollte. Die Kunst in dieser Ruine, Picassos Guernica, Krieg und Frieden, das Beinhaus und das Massaker in Korea, Bilder, die in dieser Zusammenstellung nie wieder zu sehen sein sollten, prangerte die Ursachen der Zerstörung direkt an. Sie zeigte die Opfer von damals und von heute, also von 1937 und von 1953, anhand von Werken von 1937 und 1953. Sie nahm die Perspektive der Opfer ein, mit dem Ziel, das Publikum zu aktivieren. Ob Kunst das wirklich kann und soll, ist eine andere Frage. Aber Künstler wie Picasso oder Resnais oder Brecht haben es geglaubt. Sie haben Vorschläge gemacht und das Publikum in Mailand hat solche Vorschläge zu hören bekommen. Und das Publikum in Kassel nicht.
Es hat etwas Gespenstisches, dass die Documenta-Gründer sich ausgerechnet dieser Ausstellung bedient und sie in ihr Gegenteil verkehrt haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.